haben das neue RT2 ausgiebig jetzt noch getestet, während der ganzen Woche. Was hat das Boot? Eine super Optik mit den 6 Power-LEDs hier vorne. Dann noch immer der Ein- und Ausschaltknopf, wie beim RT3 auch. Nur was sich jetzt geändert hat, bei dem RT2 gegenüber dem RT3, da sind jetzt Schrauben da. Und die Futterluken sind hintereinander und nicht halt nebeneinander. So, ich würde sagen, wir testen das Ganze jetzt nochmal. Ich zeige euch jetzt noch, wie man die Futterluken halt schließt. Man betätigt halt ganz einfach den Knopf von der Fernbedienung nach links. Man nimmt die Futterluke in die Hand, drückt den Knopf und lässt los. Die Futterluke ist zu. Das Ganze machen wir dann auch nochmal mit der rechten Seite, respektive mit der hinteren Seite. Knopf betätigen, warten bis der Stift drin ist, so, einfach los. Jetzt beladen wir das Boot und fahren dann auf unseren Spot zum Füttern. Hier verwenden wir einen schönen Stickmix von der Firma Selfmade Baits, gepimpt mit Amino, mit Chickpeas, Hanf und dem neuen Fischprotein, den wir rausgebracht haben, und einen super Blattwurm. So. Setzen wir das Boot ins Wasser, fahren dann auf unseren Spot. So, jetzt haben wir fast unseren Spot erreicht. So, jetzt kippen wir einfach ab. Das könnte geil. Thank you.
So Leute, einmal die Testfahrt, probiert es aus, super günstig, jetzt kriegt ihr für 5,99 ohne die Futaba, 6,99 mit der Futaba Ausstattung, ja, das war's.